Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt der kleine Wurm. Und wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, die Mathilde. Und der Rittersporn, der steht hier so halb im Boden, zumindest bei mir. Na, kleiner Rittersporn. Guck mal, der ist... Ey! Der singt noch weiter ein. Ja, was wollen wir heute machen? Ja, wir haben ja noch seit längerem wieder die Schlüpferkönige auf der Agenda, weil wir uns so ein bisschen um legendäre Waffen und Reparatursets kümmern wollten. Wir haben natürlich nicht vergessen, dass da noch diese Piratenbucht ist, wo wir noch ein bisschen was kriegen können, zum Beispiel Atemmasken und so, das steht auch noch auf dem Plan. Aber wir hatten uns eingeloggt und haben gesehen, wir sind noch so voll und unsere Kisten im Dschungel sind voll. Gehen wir mal nach Hause und entleeren uns. Wir gehen nach Hause und wenn wir zu Hause sind, dann können wir auch gleich die Schlüpferkönige machen. Genau. Ich habe übrigens auch an den Schlüssel des Kriegsherrn gedacht, dass wir da auch reinkommen zu den Schlüpferkönigen. Ach, die habe ich schon wieder vergessen gehabt, genau. Siehst du? Die Folge heißt Die Rache der Schlüpferkönige. Okay. Oder nicht? Klingt doch gut. Rückkehr der Schlüpferkönige. So, das heißt, wir müssten eigentlich da durchrennen können. Das waren hier nur Knochentypen? Genau, und der eine, der so stark war. Ich würde sagen, wir rennen einfach durch. Ja, die vorne würde ich hier noch killen, die können wir ja einzeln anlocken. Die können wir machen. Aber ich kriege nur auf die Fresse. Aber das war ja auch, der Leuchtetyp war ja auch so stark. Ich würde sagen, da rennen wir einfach durch. Jupp. Geronimo! Ich kann nicht so schnell lange laufen. Rennt alle zu Mathilde. Ich bin brav. Lauf, Forrest, lauf. Nee, Truhe ist ja noch offen. Beschiss. Schlechte Nachrichten. Was denn? Oh, na toll. Müssen wir den ja doch erlegen. Also deine Gehilfen kommen nicht mit. Das ist auch was. Aber... Muss weg. Warum zappel ich hier so? Ja, stimmt, der hat voll elendig lange gebraucht. Gedauert. Naja, deswegen wollte ich ja eigentlich auch an dir vorbei. Aber gut. Wir müssen, aua, nur aufpassen, dass unsere Jungs nicht. Ich glaube, den konnte man nicht vergiften. Nee, der ist ja schon tot. Ich glaube, Untote kannst du generell nicht vergiften. Nee. Macht ja auch keinen Sinn. Kann ich ihn in den Popo pieksen? Pieks ihn mal. Oh nee, mach ich nicht, der will ja nicht hauen. Ah, das machen unsere Jungs schon gut. Ja, sie sind ja auch mittlerweile stärker geworden. Ey, wo kriegst du meinen Pfeil hin? Ich hoffe nur, wir haben nichts vergessen und kriegen die Türen auf. Ja. Und weg. Und weg. We'll cut your heart out. The name of Seth, identify yourself. Wo geht die Rüstung ein bisschen kaputt? Ja, das macht es für die Jungs leichter. Ja. Wer verkrüppelt denn? Das ist auch gut. Das verkrüppelt. Na, das verkrüppelt. Like the Cobra Exiles! My bite is death! Ups.
weg. Sieht doch gut aus. Ja, gut machen. Juhu! Yay, mein Getreue ist aufgestiegen. Meiner auch. Habt ihr denn was Schönes? Oh, drei legendäre Rüstungsreparaturen. Nämlich Stahlaxt. Brauchen wir sowas noch? Nee, ne? Nein, wir haben. Das kannst du behalten. Wenn wir uns einen Pik. So, Ist denn das Rittersporn? Nee, Rittersporn wollte ich jetzt nicht gucken. Welche Stufe hast du denn, mein Süßer? Ach, ich gehe wieder falsch. So, Infowerte, kleiner Wurm. Ach, immer noch Stufe 10. Ja, Rittersporn ist immer noch nicht Stufe 10. Hm. Rittersporn ist jetzt Stufe 8. Okay. Gut. Erstens Grüne. Ich glaube, einer war ja schwer, oder? Aber der Grüne war der erste, den wir gemacht haben, meine ich. Ich weiß nicht, einer war schwer. Ich weiß auch nicht mal, welcher das war. Der hat erstmal Getreue. Wir können ja vielleicht versuchen, ein paar anzulocken. Okay. Nur so ein paar, ein, zwei. Kommt her. Wir können ja ein bisschen uns zurückziehen in den Kartenraum. Ja, genau, dass sie uns folgen. Machen sie es auch? Ja. Rittersporn ist auch... Irgendeiner ist auch mit rausgekommen. Das war's Rittersporn. Unsere sind da. Ach, sind beide draußen. Ey, wo seid ihr denn? Oh, der verdirbt mich. So, ist er tot. Das war nur schon mal eine gute Idee. Jo. Nicht so viel auf einmal. Oh, da hängt einer fest. Der buggt. Das hätte ich gern mit dem Schlüpfer King. Ja. Auch wenn das dann natürlich ein langweiliger... Aua, was ist das denn? Ich esse gerade, du Sack. Der ist durch die Tür gespawnt. Oh, die drei werden wir jetzt auch noch schon. Die drei von der Tankstelle hier. Scheiße. So. Ja, das lief doch schon mal gut. Ah. Ich glaube, ich gehe gleich mal in den Kartenraum und kümmere mich um was anderes. Ja, dann... Machen wir eine Unterbrechung? Nee, hat gemeckert und schläft jetzt wieder ein. Na gut. Das ist gut. Dann schlaf weiter. Ich glaube, der Typ kommt ja erst noch, ne? Genau. So, ich will mich kurz ein bisschen heilen. Hey. Warum ist denn hier wieder verderbt? Achso. Ah, ist das schön. Heilung. Kurz ein bisschen auffrischen. Sehr schön. So, den Schlüpferkönig kann ich vergiften. Da ist der Schlüpferkönig. Selbe Taktik? Anlocken, weglaufen? Versuchung's. Also gleich auf den Schlüpferkönig oder erst auf die Getreuen? Schlüpferkönig. Und ich schieß vorbei. Okay, und weg. Jungs, bleibt mit. Kommt. Hat wohl nicht gut geklappt. Wo ist denn dein Kumpel? Kommt, weil ich bin ja weggelaufen. Simsalabim. Ich glaube, das war zusammen öffne dich. Oder so. Das ist echt kein Problem hier, wenn ich mir das anschaue. Gesundheit. Boah. Entschuldigung. Das ist der Staub hier. In dieser Höhle. Ja, wenn
wenn man so ein Schlüpferkönig ist, dann wischt man ja nicht Staub, ne? Guck dir mal den Boden an hier, der ganze Sand da. Kein Wunder, dass man nie so. Ich wette, der hatte viel mehr geträumt und die sind alle zu Staub zerfallen. Stimmt. So, einer von den beiden braucht ein bisschen mehr Heilung. Der nimmt den zu viel. Oder da Sporn ist das natürlich. Weg. Besser ist das. Der hat eine ganz schöne Reichweite. Ja. Ich meine, wenn wir hier sind, können wir ja auch noch mal ein bisschen schwarzes Eis holen. Ja, können wir machen. Ich habe den gerade dreimal nicht getroffen. So, was? Oh, der hat einen Mordlund. Und eine Das heißt, Mordlund sieht aus wie so ein Speer, mit dem Jesus getötet wurde. Sieht so ein bisschen aus, weil da so ein Kreuz dran ist. Was ist denn das? Ja, cool. Sieht ja echt geil aus, die Waffe. So eine legendäre Pike. Ui. Nicht schlecht. Ja. Wie sehen denn eure Waffen aus, meine Freunde? Hier ist das Bettchen. Die ist wirklich cool. Pack sie mal beiseite. So, ich verpasse mir noch mal ein bisschen Heilung. Die Truhen hast du hier kontrolliert? Die waren noch bestimmt 1, 2, ja, gut. Ja, also so Holz und Knochen habe ich jetzt nicht extra mit. Nein? Aber hier hast du Gold übersehen. Ich war ja auch erst bei einer Truhe. Ah, hier war auch nur Holz und Stein. Hier war nichts Besonderes. Okay. Mein Schatz. Okay. Ich hab Holz und Stein. Oh, guck mal. Dino-Schädel. Das ist, glaube ich, kein Dino. Okay, vielleicht auch ein Drache. Links ist ein Drache, rechts ist ein großer Triceratops, der mal gegen King Kong gekämpft hat. Und das andere fällt mir gerade nicht ein. Könnte Godzilla sein? Hm, wer weiß. Hm. So. In den Roten? Pfeile haben wir noch? Genug und so? Ich habe noch 134 Schlangenpfeile und 120 Heilpfeile. Gut, ich habe auch noch genug. Also von mir aus können wir weitermachen. Gut. Wo ist mein Kumpel? Hinter mir. Achso, den Schlüpferkönig hattest du aber geleert, ne? Ach ja, stimmt, da hattest du ja diese geile Pike her. Ja, klar. Ist das auch wieder so ein Vorraum? Ja, die waren links und rechts, ne? Da links hat mich schon einer gesehen. Ja, ich geh nach rechts. Kleiner Wurm, ich brauche hier Hilfe. Danke, Würmchen. Hast du auch die Truhen? Auf deiner oben Seite? Bei mir, ja. Gut. Hier ist aber noch ein
Ja, mein Erzfeind. Oh, da kommt er ja schon. Ach, der bewegt sich zu viel. Los, häng fest. Nee, ich glaube, der hängt nicht fest. Ja, wir hatten es ja damals bei einem, das war ja eigentlich ganz cool. Ah! Der hüpft auf jeden Fall ganz schön. Kommst du näher, du kleine Arschkrampe? Hey, du hohe Schädel! Ah! Aua! Hilfe, Leute! Ich helfe doch schon! Wieso hat er es auf mich abgesehen? Ja, weil der eine ist mir zur Unterstützung gekommen, weil von hinten noch ein Skelett kam. Ja, ich wurde auch gerade so ein bisschen mit meinem Handy abgelenkt, weil das gerade geklungelt hat. Scheiß aufs Handy. Ja, ich hab's halt nur gesehen und das hat mich halt abgelenkt. Meine Güte, ich muss zurück. Ich weiß ja, wer es war. Like the Cobra Exile! My bike is dead! So, und wenn ich mal unsere Jungs da unten wieder ein bisschen heile. Was trinken? Die Schlüpferkönige sollten auch zerhacken, da kriegen wir doch ein bisschen Dämonen. Oh, dann sollten wir vielleicht auch nochmal bei dem anderen reingehen, ne? Der hat hier aber nur leider Bewohner der dunklen Quelle, irgend so ein Buch, das ist ja scheiße. Dafür zerhacke ich ihn jetzt. Ach mal. Kleines Arschloch. Oh, 6 Dämonenblut, Alter! Okay, 12. Wir gehen nochmal beim Grün rein. Wir gehen nochmal beim Grün rein. Nee, ich leere hier erst die sein Räumchen da. Ach so, dann gucke ich schon mal in den grünen Raum. Weil sonst, ne, vergessen wir das. Ich gucke schnell in den grünen Raum, bevor da wieder was Neues spawnt, bevor wir das auch vergessen. Sparen wir ein bisschen Zeit. Das ist hier der König der Weisheit, der ist ganz schön geizig. Er hat nur eine Truhe vorm Bett. Na toll. Langweiler. Hat da seine Bücher drin liegen, damit er schön lesen kann. Nee, mal ein bisschen Gold, aber... So, hier liegt schon der Schlüpferkönig. So eine... Ja, 24 Dämonenblut habe ich noch gekriegt. Ne? So eine geizige Socke. Oh, da ist noch eine Truhe. Ein bisschen Pfeil. Oh, komm, das nehmen wir mit. Eisen kann hier liegen bleiben. Naja. So. Aber könnte noch mal ein bisschen mehr legendäre Waffen rauskommen. Könnte man gebrauchen, oder Reparaturkits. Das stimmt. Erstaunlicherweise hat das der erste, an dem wir vorbeigerannt sind, der hat da was gedroppt. Ja. Okay, ist der schon wieder da? Warte mal. Ich glaube nicht. Nee,
nur die Skelette, die interessieren mich nicht. Dann ab in den blauen Baum. Ja. Ich glaube, hier war der Gemeine drin. Aber erstmal normale Idioten. Genau. Die reichen ja. Ups, sorry, Rittersporn. Ja, das war der mit der Pike. Ja, bestimmt. Hey! Jag nicht uns, jag unsere Freunde. Der hatte mich übelst lang Reichweite. Ja. Na, der geht auch ganz gut hier. Ja, man muss halt nur wissen, wie man es macht. Das stimmt. Und wir dürften da nicht rangehen. Genau. Nee, danke. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Was hast du mehr? Keine Ausdauer mehr. Jetzt schon. So. Wir sind eigentlich auf den Begriff Schlüpferkönige gekommen. Ich weiß es nicht. Ah, der erste König, den wir gefunden haben, der hatte so einen Schlüpfer an oder sowas. Stimmt, ja, ja. Das war der in der Stadt, der aber so nett war. Genau. Und ich finde den Namen eigentlich richtig cool. Ja, ich hab mich schon gewöhnt. Diesmal darfst du ihn looten. Zu nett. Ja, ich weiß. Was hat er denn? Oh, der hat eine schöne Axt. Jokes Berührung. Dann gucke ich mir hier seinen Schlangentempel mal an. Hattest du die Statuen mitgenommen? Ich habe alles mitgenommen immer, ja. Gut, kann ja sein, dass wir die wieder aufstellen müssen. So, du wirst... Ach, warte. Zerhacken. Der war ja auch richtig geizig hier. Aber ich habe schon 51 Dämonenblut. Ja, das ist gut, aber... Ich hätte ja auch ein bisschen mehr Truhen und ein bisschen mehr legendäre Waffen. Ja, weil eigentlich sind wir ja wegen der legendären Waffen hier. Ja, also wir haben... Ich habe ja 3 Reparaturkits oder so, ne? Ja, genau. Das ist... Ja, und die waren von dem ersten Typ hier. Ja. Oh, schön im Blutbaden. Warte. Moment, das will ich mir genau anschauen. Dann tanz mal. Nee. Wieso geht das hier nicht? Was willst du machen?
Ich möchte reinlegen. Baden. Schlafen. Du kannst mit deinem aktuellen Status. Achso. Warte. Jetzt geh weg. Ich weiß jetzt, wie ich jetzt schlafen kann. Boah, alles ist so. Oh, so entspannend. Oh. Warte, bleib liegen. Schönes. Ich will ein schönes Bild machen. Schönes Blutbad. Warte mal. Ich könnte noch entspannen. Entspannter sein. Und zwar, wenn ich hier auf dem Rücken schlafen. Oder war es gleiche? Ne, war es gleiche. Was war das gerade? Ja, dann mache ich hier diesen gemütlichen Sitzen. Dieses Ansache auf dem Bauch. Auf rechter Seite schlafen, auf linker Seite schlafen. Ah, ich leg mich mal dazu. Ach, oh, wir kuscheln. Ja. Wir kuscheln im Blut. Blut kuscheln. Faszinierend. Reicht jetzt aber mit dem Rumgealbere. Ja, ist ja gut, das gehört dazu. Ist ja in Ordnung. Ein bisschen rumalbern hier. Alles gut, eigentlich. Blut für den Blutgott. Moment mal, sind wir da nicht bei Warhammer? Ja! Genau, ich glaube, hier müssen wir dann die Statuen hinstellen, damit da die andere Tür noch aufgeht. Falle? Ich habe eine Falle ausgelöst. Upsi. Ach ja, das war ja auch noch der Fall, ne? Nicht überall konnte man da... Wieder eine Falle ausgelöst. Hä? Kommt denn die doofe Tussi hin? Ah, da. Ah, deswegen tut's mir... Ah, mir tut's weh. Ah. Oh, ich blute. Upsi. Ja, die sind ganz schön böse. Achso, ich musste nur auf E drücken, glaube ich, ne? Ach, siehst du, gleich die erste hingestellt und passt. Du hast eine Falle, aua. Ja, ich auch. Noch eine Falle. So, jetzt blute ich zweimal. Ja, ich habe 9-mal geblutet. Ich habe keine Statue mehr. Nö. Ich habe alle beide 2 aufgestellt, die ich habe. Ja, es waren ja auch nur 3. Es waren ja auch nur 3 Schlüpferkönige. Ach so, okay. Aber wo geht denn das Tor auf? Vielleicht dauert das noch einen Moment. Oder fehlt uns eine, weil wir noch eine von irgendwo anders herholen mussten? Nee, du meintest doch, du hattest alle mit und ich auch. Und ich habe 2. Wir hatten jetzt 3 Schlüpfertypen gekillt, oder? Ja. Und die verschwinden schon wieder. Schlüssel zum Allerheiligsten benötigt. Oh, hatten wir noch den Schlüssel zum Allerheiligsten irgendwo rumstehen? Ja, den haben wir wahrscheinlich woanders gefunden, keine Ahnung. Aber jetzt sind sie schon wieder, verschwinden schon wieder die ganzen Dinge. Ja, oder wir haben ihn einfach nicht mitgenommen. Hm. Hm. Naja, die 3 reichen ja auch. Ja. Aber wir haben irgendwo noch den Schlüssel zum Allerheiligsten rumfliegen, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind ja nicht zum letzten Mal gekommen. Nö, nö. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder nach Hause, ne? Ah, warte mal. Unser Leuchtekumpel ist wieder da. Das ist ja wenigstens etwas. Versuchen wir nochmal, warte. Erstmal so ein paar Knochenheinis wegzuballern und dann gleich den großen. Okay. Ja, wenn einem natürlich seine Kumpels im Weg laufen. Komm, da ist wirklich einer. Pass! Ah, passt doch.
Oh, dann würde ich sagen, der Leuchtetyp, ne? Jo. Hatte der vorhin auch schon 3 Totenköpfe? Ja. Nein! Hier, kleiner Wurm, hilf doch mal, Rittersporn. Ich kann das doch nicht alleine machen. Ey, kleiner Wurm, du Wichser. Kleiner Wurm ist ganz schön faul gerade. Ja. Der streikt wohl. Kriegt zu wenig Schleimsuppe von uns. Er will bestimmt seinen Vertrag neu aushandeln. Na, er ist ja mittlerweile Stufe 10, da kann er ja auch mehr verlangen, ne? Ja. Ich will mal was anderes als Schleimsuppe. Ich könnte mir ein paar Fensterchen anschauen. Ich habe leichte Verderbnis. Ich habe auch einen Hauch Verderbnis. Na, jetzt ist ein kleiner Wurm aber an vorderster Front. Hat er sich wieder eingekriegt. Ja, da musste wahrscheinlich erstmal so ein paar Übungen machen zum Warmwerden. So Dehnungsübungen, weißt du? Yay! Yay, Rüstungsreparatur-Kit. Schlüssel des Kriegsherrn brauchen wir aber nicht mitnehmen. Das haben wir schon 4-5 Stück oder so. Echt? Ja. Nehmen immer mit. Ja, aber da haben wir schon zigtausend von. Verbrauchen sich ja nicht. Hm, okay. Da spawnt? Da. Gab's hier Truhen hinter der Treppe? Ah, hier sind auch wieder Skelette. So, ich habe jetzt mal Rittersporns Waffe gewechselt, weil die er jetzt hat zusätzlich, also die verursacht zwar 2% weniger Gesundheitsschaden, dafür aber hat sie 40% Rüstungsdurchdringung. Das ist ja nicht verkehrt. Genau. Ah, hinten waren doch noch Truhen, super. Aber nur Pfeile und Knochen und so ein Scheiß. Ein bisschen Eisenverstärkung und geformtes Holz, das kann man mitnehmen. Ja, hab ich auch. Pflanzenfaser nehme ich mit, da kann ich nämlich Dings draus machen. Hier, wie heißt das Zeug gleich? Mhm. Döner. Dünger. Klingt so ähnlich. So süß, die kleine Lächeln. Ja. Im Schlaf. So, da gehen wir gleich nach rechts. Ja, wir bringen nix. Aber irgendwo müssen wir noch da den Schlüssel zum Heiligtum. Den müssen wir noch irgendwo rumfliegen. Wahrscheinlich haben wir davon aber nur einen, weil wir sind ja nur einmal wirklich, glaube ich, ins Heiligtum reingegangen. Ja, einmal nur. Haben wir ja so den Popo versohlt bekommen von der Tussi in der Arena.
Ja, in deiner Truhe ist der Schlüssel zum Allerheiligsten. Ja, das ist ja nicht das letzte Mal, dass wir da hingehen. Nö, ich wollte es nur sagen. So, wir haben übrigens wieder... Wir haben über 100 Dämonenblut wieder. Voll gut. Ja. Stelle ich mal gleich ein paar verdeppte Steine her. Kann ja nicht schaden. Werden ja nicht schlecht. Nur ich mach mal ein paar große Kisten noch. Mach das. Ich stell mal 4 her. 4 herstellen. Geht doch. Weil dann mache ich einfach mal eine Truhe, die wir hier hinstellen, für Reparaturkits. Und die anderen 3 nehmen wir mit. Ich will gerade so eine legendäre Waffe reparieren, diese Mithras Gerechtigkeit. Bei mir kann ich das nicht reparieren. Müsste man dafür was wissen, um mit den Kits was zu reparieren? Wahrscheinlich. Muss ich so nur mal gucken. Gut, ich würde sowieso sagen, wir machen erstmal einen Break. Oder wolltest du noch was Tolles zeigen? Nö. Ich habe jetzt einfach hier eine große Truhe Legendäres gemacht. Da können wir legendäre Waffen reinhauen und... Genau. Okay. Also alles, was irgendwie... Ah, hier war Kesselflicker-Lehrling. Dann so einfaches Reparatur-Kit. Was ist das denn? Gutes Talent. Puh. Ja, wahrscheinlich Kesselflicker Meister. Kann natürlich sein. Muss ich mal testen. Bin immer noch zu doof für. Wie sieht's denn aus? Wollen wir nächstes Mal uns die Piratenbucht wieder anschauen? Ja, können wir machen. Wo ist denn die Box für Legendäres? Ah, da auf dem Box. Sieht ja echt scheiße aus, wenn man da nicht mehr aus dem Fenster gucken kann, aber egal. Mhm. So. Weil ich bleibe jetzt hier bei dem Speer. Das ist wirklich der Speer, der mit dem Jesus da am Kreuz die Wunden zugefügt wurden. Mhm. Ja, man hat ihn doch irgendwie mal so gepiekst, um zu gucken, ob er lebt oder so, ne? Mhm. Wenn ich noch an meinen Bibelunterricht erinnern kann. Ach, was? Bibel? Meinst du Religion? Ja, Religion, Bibel. Wäre mir neu, dass du in der Bibelschule warst. Ist ja fast dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Ach, ich bin doch blöd. Ich habe die ganze Zeit versucht, die Waffe mit einem legendäres Rüstungsreparaturkit zu reparieren. Aha. Weil wir haben nur 2 Reparaturkits. Nein, ich lasse die Waffe erstmal drin, weil ich wollte jetzt die Zweihandwaffe nehmen. Damit du treten kannst? Nee, du konntest auch so treten, aber ich mag treten.
Und der kleine Wurm behält weiter den Zweihandhammer, weil der auch rüstungsbrechend ist. Ja, Rittersporn hat jetzt Jobs Berührung, der hat Gesundheitsschaden 54 und Rüstungsdurchdringung 40%. Oh, und die Waffe ist verderbt. Das ist schön. Aber die Waffe hält nicht so lange, wie ich das gerade sehe. 1350. Aber ich meine, bei den Begleitern gehen die nicht kaputt. Das hatte irgendjemand mal geschrieben. Dass bei den Begleitern gehen die Waffen und die Rüstungen eben nicht kaputt unbedingt. Oder nicht so schnell. Na, ich kann sein, weil seine Rüstung vom kleinen Wurm ist heile. Und es kann sein, dass ich die Waffe selbst mal benutzt habe und deswegen die Haltbarkeit ein bisschen down ist. Ja, und die beiden Axt des Torwächters, die hatte ja das Sporn davon. Und die zum Beispiel hat noch volle Haltbarkeit. Wie viel Schaden macht dieser Mitra-Ding? 51. Alter, sind die Attacken wahrscheinlich schneller. Naja. Er behält erstmal die Zweihandwaffe. Gut, und das soll es erstmal gewesen sein. Finden wir doch mal ein Ende. Wenn das Video euch gefallen hat, dann ja, lasst doch mal gerne ein Like, einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.